Willkommen zurück zu Let's Play mit Void Fusion. Wir sind im Sektor 4, Aqua, auf der Suche nach der Lebensform Ceres, die wir eliminieren sollen. Angeblich ein extrem starkes und schnelles Tier. Und es ist auch sehr gefährlich und wahrscheinlich den Sektor so verwüstet. Und ich bin gerade auf dem Weg von zur Erinnerung zurück und wo kam ich nochmal lang? Aha, hier war's. Da unten war nämlich noch eine Schleuse, die wir nicht angesehen haben. Pumpenkontrollraum. Was machen wir hier? Bestimmt das Wasser ablassen. Komme ich hier durch? Och, ich brauche den Speedbooster. Den habe ich aber noch nicht. Komme ich hier irgendwie lang? Hoppla. Das war jetzt aber keine gute Idee. Aber wo gibt es den Speedbooster? Etwa bei Ceres? Aber zu Ceres bin ich noch nicht gekommen. Aber Moment mal, vom Safe-Raum aus gibt es vielleicht einen Geheimgang, sehe ich gerade. Das heißt, ich gehe nochmal zum Safe-Raum. Währenddessen genießen wir mal ein bisschen die hübsche Musik hier. Diese einzelnen Sektoren haben echt tolle Melodien. Top. Runter. Ich weiß jetzt, wie es lang ging und dass man blauen Blöcken nicht vertrauen darf. So, das eine ist Krabi und das andere, Kabuto vielleicht. Wenn euch gute Pokémon einfallen, zu denen die Gegner passen, nur ja damit. Ach ja, hier musste ich eine Bombe legen. Top. Na hopp, komm schon, Samus. Beweg dich. Vielleicht sollte ich auch einfach nicht so schlecht spielen. Allerdings, hier ist doch was. So, da ich hier schon mal gespeichert habe, lasse ich das jetzt einfach. Und wir gehen ohne Umschweife zu Ceres. Also ich denke mal, dass er hier ist. Das ist zwar ein totes Wesen, aber es könnte sein, dass das die X waren. Auf jeden Fall ist der groß. Sehr groß. So, mal sehen. Das sieht schon mal danach aus. Und jetzt müssen wir uns erst das Wasser zunutze machen, dass hier uns einen langsamen Auftrieb gibt. Och, jetzt mach doch mal, mach dein Auge normal auf. Hoppla. Ja, geht doch. Nochmal bitte. Sei so lieb. Und ein letztes Mal, das wäre echt sehr, sehr nett. Natürlich nicht. Natürlich verschieße ich eine Rakete. So, und das rote X bitte. So, das sieht jetzt nach einem Bosskampfraum aus. Ah, ich muss raus aus dem Wasser. Wasser ist schlecht. Ich tauche nämlich jetzt bestimmt Ceres auf. Eindeutig. Ah, da ist das Gegner schon. So. Sagt ein sehr schnelles Tier. Also seinen Körper anzugreifen bringt nichts. Wahrscheinlich muss ich seinen Kopf treffen. Eindeutig. Sein Kopf. Verdammt, der ist wirklich saumäßig schnell. Oh nein. Ich muss unbedingt hier raus. Der ist doch im Wasser in seinem Element. Okay. Gut, das habe ich geschafft. Den Charge Beam. Verdammt. Jetzt bin ich ihm natürlich ausgewichen. Da braucht man ja echt schnelle Reflexe. Ha, ich habe ihn erwischt. Der gibt mir bestimmt den Speed Booster, so schnell wie der ist. Der wird ja immer schneller. Aha, jetzt habe ich ihn wieder. Verdammt. Oh nee. Oh je, jetzt macht er mich aber gerade fertig. Jetzt ist er wieder langsam. Na? So, jetzt wird er wieder sauschnell. Verdammt, ich habe mich zu langsam fallen lassen. Oh, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, dass er das auch noch macht. Hoffentlich erwische ich den noch. Komm. Aha, jetzt ist er zum X geworden. Also hopp. Schnell, ich muss die X einsammeln. Gut, wir kämpfen jetzt im Wasser. Ich weiß nicht gerade die beste Voraussetzung. Aber gleich haben wir dich. So, jetzt muss ich erstmal hier raus, um das Item einzusammeln. Auf jeden Fall blinkt's da. Und ich hoffe, es wird nicht, wenn man zu lang braucht, wieder zum X. Speedbooster einsatzbereit. Anlauf erforderlich und wir sind auch wieder aufgeladen.
Jetzt können wir zu diesem Pumpenraum gehen. Den ich vorher angeguckt habe. Hier geht's auch raus. Das gucke ich mir jetzt mal an. Vielleicht komme ich ja so an das Item, das ich da letztens gesehen habe. Letztens sage ich schon. So am letzten Part. Soll ich hier lang? Da komme ich auf jeden Fall zurück. Aber ich glaube, ich gehe lieber erstmal zum Speicherraum hier, sei denn, der lässt mich gar nicht zurück. Ah ja, das war der Speedbooster eben. Gucken wir mal. Ist die Tür offen? Sie ist offen. Ach, hier komme ich ja gar nicht zurück. Hier war ja Wasser. Und im Wasser kann ich nicht genug Anlauf nehmen. Glaube ich. Ja, im Wasser kam ich keinen Anlauf. Jetzt hätte ich da nämlich rausgekommen mit einer besonderen Fähigkeit, die Speedbooster auch noch haben. Top. Besondere Fähigkeit der Speedbooster, die zeige ich euch auch noch. Die werde ich dann bestimmt brauchen, um einige Items zu erledigen. Erledigen, zu bekommen. Meine Schwere heute lässt mal wieder zu wünschen übrig. Ah ja, verstehe. Verstehe. Erstmal müssen die ja alle weg. Und dann müssen wir rennen. Und zwar von hier. Bis hierhin. Jawohl. An dieses Item bin ich noch nicht gekommen. Ich glaube auch nicht, dass ich Speedbooster dazu brauche. Gespeichert habe ich ja jetzt schon. Ach, ich werde trotzdem nochmal speichern. Ich will jetzt echt auf Nummer sicher gehen. Bin sicher, dass Seres mich auch fast erledigt. Langsam hätte ich gerne mal einen neuen Anzug. Kann sein, dass es den dann im nächsten Sektor gibt. Na komm. Langsam gefalle ich mir auch nicht mehr an dem Blau. Da muss einfach orange sein. Wo musste ich denn nochmal lang? Ich glaube ganz unten. Das war falsch. Wir sollten nicht in den Strom springen. Im nächsten Raum ganz unten. So war's. So, verdammte Krabbis hier. Schwindet alle. Ein Krabbi in Pokémon, und manchmal so nützlich wäre. Okay. Hier können wir jetzt nämlich hin. Zum Pumpenraum. Das heißt, wir können dann bestimmt mehr Gegenden erkunden. Weil wir lassen bestimmt das Wasser ab. Und dann haben wir nicht mehr die Gefahr, die ganze Zeit gegrillt zu werden, wenn wir ins Wasser steigen. Oh nein! Oh, wieso habe ich denn losgelassen? Das war dämlich, total. Jetzt komm schon. Ich will hier raus. Und hopp. Na, wenigstens habe ich es geschafft. So, jetzt muss ich rennen. Lieber mal schießen. So, das ist die Kontrolle. Und wir hacken uns rein. Senkung des Wasserstandes eingeleitet. Klasse. Auch seht mal, die Speedbooster-Dinger sind wieder da. Wir sind mal wieder eingesperrt. Das passiert viel zu oft in diesem Spiel. Aber wir können jetzt einfach hier lang. Da gibt es ja ein Item. Da komme ich auch einfach so hin. Muss ich ja jetzt nicht unnötig kompliziert machen. Und noch ein Missile-Container. So, die sollten wir trotzdem nicht berühren. Das ist bestimmt ungesund. Gibt's hier noch was? Nö. Ach, ich bewege mich immer noch total träge im Wasser. Gut. Jetzt können wir uns endlich mal ansehen, was da bei den ganzen Wasserräumen so war. Und nach unten. Hier ist noch mehr Wasser. Okay, hier darf ich noch nicht hin. Das ist nämlich eine neue Ebene-Tür. Wie mir Blazefox im ersten Part geschrieben hat als Kommentar, ja, Raketentüren gibt es in dem Spiel gar nicht. Da habe ich mich verwechselt. Die werden nämlich alle von Adam entriegelt. Die Türen. Die Metroid-Raketentüren sind halt normalerweise rot. Da bin ich so dran gewohnt, dass das einfach welche sind, die man mit Raketen öffnen kann. Och nein, jetzt seid ihr da unten. Ihr macht mir aber echt das Leben schwer. Hier gibt's sonst nichts, wie es scheint. Werfen wir einen Blick auf die Karte. Jetzt können wir bestimmt da drüben hin. Da, wo ich am Anfang war. Top, das erledigen wir. Ach schön, die geben auch viel Energie. Na, hier ist der Wasserstand noch nicht abgesenkt. Eigentlich kann ich ja mal zu Adam zurückgehen. Da vorne ist das Navigationsterminal, denn ich habe ja Seres erledigt.
Wahrscheinlich hätte mir jetzt erst mit dem Pumpenstand beauftragt. Jetzt habe ich es einfach eigenmächtig gemacht. Ist ja egal. Vielleicht will ich auch nur Rüge, weil ich es eigenmächtig gemacht habe. Ach ja, hier musste ich auch mit dem Speedbooster durch. Dann werde ich gleich mal rennen. Und hier? Ja, auch mit dem Speedbooster. Aber ich will jetzt trotzdem erstmal ins Navigationsterminal. Und nachgucken. Und natürlich auch gleich am Regenerator erfrischen. Oh, oh nein! Verdammt, ein goldenes Tier. Die sind schwerer zu erledigen. Verdammt, ich muss die, glaube ich, immer dann angreifen, wenn sie gerade selbst angreifen. Aber die sperren mich halt auch ein. Keine Ahnung, wie sie das machen. Gleich beim Navigationsterminal. Aber manchmal brauchen wir die auch, um bestimmte Items zu bekommen. So, Generator. Waffen deine Vorrat vollständig wiederhergestellt. Genau, das wollte ich sehen. Den Safe-Hold ignorieren wir zur Abwechslung mal. Sehen uns an, was Adam uns zu erzählen hat. Raus dürfen wir jedenfalls noch nicht. Also war auch Ceres mit X infiziert. Nun, zumindest haben sie eine weitere Fähigkeit zurückgewonnen. Bei diesem Tempo könnten sie schon bald dem SAX entgegentreten. Dennoch bleibt zuvor einiges zu erledigen. Das HQ stellt weitere Daten zu ihrer Unterstützung bereit. Es handelt sich hierbei um neue Missile-Daten. Oh, sehr schön. Sie sind auf diese Daten angewiesen, aber der Datenraum dieses Sektors ist durch eine Ebene 4-Sperre gesichert. Der höchsten Sicherheitsstufe überhaupt. Wir sollten die Öffnung derart sensibler Bereiche vermeiden, bis es zwingend notwendig wird. Zudem ist der Weg zum Datenraum in Sektor 2 aufgrund weiterer Aktivitäten des SAX abgeschnitten. Ich erkenne eine Absicht in dessen Verhaltensmuster, ganz so, als wolle es die Wiederherstellung ihrer Fähigkeiten vorsätzlich verhindern. Samus, die beste Möglichkeit zum Download bietet sich im Sektor 3, PYR. Nach dem Zugriff auf das dortige Navigationsterminal wird der PYR-Datenraum auf ihrer Karte verzeichnet. Die Anweisungen klar? Geben Sie sich nun zu Sektor 3, PYR oder PYR. Nope. Ja, ich weiß, dass ich zu Sektor 3 soll. Na dann, wir sind wohl erstmal fertig im Sektor 4 Aqua. Gehen wir in diesem Part noch zu Sektor 3 und gucken uns an, was wir zu tun haben. So, Sektor 3 ist hier. Wenn wir hier rüber gehen. Eigentlich könnte ich ja mal rennen. Und Sektor 3, herunter mit uns. Da gibt es wieder ein Zwiegespräch. Naja, eigentlich ist es kein Zwiegespräch, es ist mir so ein innerer Monolog. Okay. So, dann erzähl mal, Adam, was gibt's? Da ist die Karte. Glücklicherweise sind die X noch nicht in diesen Bereich eingedrungen. Der Datenraum dieses Sektors ist durch eine weitere Sicherheitssperre versiegelt. Daher müssen sie vor dem Download das Sicherheitsterminal aufsuchen und die Ebene 2 Schleusen aktivieren. Na, immerhin. Allerdings verschafft dies dem SAX sowie den X Zugang zu diesem Bereich. Doch wir haben keine Wahl. Die Wiederherstellung ihrer Fähigkeiten hat Priorität. Der Datenraum befindet sich hier. Wie ich bereits erwähnte, werden Sicherheitsterminals nicht auf der Karte angezeigt. Seien Sie vorsichtig, Samus. Sie stoßen hier auf äußerst aggressive Lebensformen. Und meiden Sie die Bereiche mit extrem hohen Temperaturen. Ihr Anzug hält dieser Hitze noch nicht stand. Aber wir arbeiten daran. Ebene 2 Schleusen lassen sich an grünen Schotten erkennen. Lösen Sie die Sperre und gehen Sie zum Datenraum, um den Download durchzuführen. Die Super-Missile-Daten stehen dort für Sie bereit. Oh, schon. Die Durchschlagskraft Ihrer Missiles verdreifacht sich durch diese Daten. Sind die Anweisungen klar? Yes. Aktivieren Sie zunächst die grünen Schleusen. Begeben Sie sich danach zum Datenraum. Die direkte Route schließt Hochtemperaturbereiche aus. Sollten Sie einen solchen Bereich betreten, kehren Sie um. Gut. Wir haben gelernt, was wir zu tun haben. Hier speichern wir ab und beenden dann den Part. So, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Part.